34 und ich habe immer das Gefühl, ich bin 84, wenn mich jemand fragt, ob ich bei TikTok bin. Bin ich nicht, weil ich weiß nicht, es ist mir alles irgendwie zu schnell und zu viel und es bewegt sich irgendwie alles. Es überfordert mich ein bisschen. Aber ich habe das Gefühl, das ist relativ dumm, also nicht bei TikTok zu sein, weil alles, was ich von TikTok mitbekomme, ist, dass Leute da ein Video hochladen und irgendwie sofort 50.000 Views haben. Das ist natürlich für Marken auch ein Riesenpotenzial bei TikTok. Und damit ihr euch jetzt nicht von einer im Herzen 84-Jährigen erklären lassen müsst, was man da so alles Tolles machen kann bei TikTok mit den lustigen Videos, machen das drei absolute ExpertInnen in dem Bereich. Tim, der ist bei TikTok als Herr Anwalt mit über 5 Millionen FollowerInnen. Adil Spy, Gründer von WeCreate, der Agentur von Tim. Und Social Media und Influencer Marketing Expertin Sarah Emmerich, die mit den beiden über Creator Marketing in der Gen Z spricht. Also das ist die Generation, die zwischen 97 und 2012 geboren wurde, sprich 100 Jahre vor mir. Viel Spaß. Hallo, schönen guten Tag, hallo, hallo. Oh, wie sitzen wir? Sitzt du dich da vielleicht? Ein weiter, ich hier, du da? Ja, herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr hört uns bestens. Unser heutiges Thema wird ja sein Creator Marketing in der Gen Z. Ein super spannendes Thema, was ja sehr, sehr viele Brands und Marketer tagtäglich beschäftigt. Dazu darf ich mich heute mit Adil Spy aus Agentursicht und mit Herr Anwalt aus Creator-Sicht unterhalten. Die beiden werde ich euch jetzt natürlich auch einmal kurz vorstellen. Herr Anwalt ist einer der größten TikToker Deutschlands, auch einer der bekanntesten, mit 5,4 Millionen Followern tatsächlich. Hat schon Kampagnen gemacht, zum Beispiel für Kaufland und Mercedes-Benz, und nebenbei ist er auch noch Rechtsanwalt. alles in allem wohl der bekannteste und sympathischste Anwalt Deutschlands. Ja, und Adil Spy ist CEO und Gründer der Agentur WeCreate, der kreativsten TikTok- und Vertical-Video-Agentur Deutschlands aus Hamburg und Wien. WeCreate hat drei Säulen: Daten, Artists und Creative. Und mit InfluData habt ihr auch ein eigenes Software-Tool für Influencer-Marketing. Adil hat unter anderem schon Kampagnen umgesetzt für Disney, Mercedes-Benz, Kaufland und Lidl und ist für mich einfach der one and only TikTok-Experte in Deutschland. Das lieb. TikTok sagt ja selbst, Tim, don't make ads, make TikToks. Wie sehr wird das schon gelebt und umgesetzt? Also tatsächlich immer häufiger, was sehr gut ist. Viele Marken tun sich aber noch sehr, sehr schwer damit. Ich sehe immer wieder, dass TV-Werbung zweitverwertet werden und dann sehr viel Media draufgespielt wird, was unheimlich viel Geld kostet, wo ich mir denke, vielleicht hat man das dann ein bisschen verbraten. Man sollte sich tatsächlich wahrscheinlich eher damit beschäftigen, wie mache ich eigentlich gute 9-16-Formate, wie mache ich gute TikToks, und dann kann man mit sehr, sehr wenig Geld sehr großen Erfolg erzielen. Adil, worauf kommt es in deiner Meinung nach im Creator-Marketing wirklich an? Also ich glaube, vor allen Dingen ist es wichtig, dass man auf Augenhöhe kommuniziert mit der Audience. Und dazu gehört dann auch, dass man sich überlegt, wer ist denn da eigentlich unterwegs und wie kommunizieren die miteinander. Es gibt dann vor allen Dingen auf TikTok eine eigene Tonalität, eigene Sprachcodes, eigene Witze, und die muss man auch verstehen. Und ist das typisch für die Gen Z auch? Ich glaube, das gab es schon immer, aber ich glaube, die Dynamik ist eine andere, und dadurch ist es umso wichtiger zu verstehen, mit wem man da unterwegs ist. Und ich glaube, es ist sogar nicht nur so ein Gen-Z-Ding, sondern ist auch so ein Plattform-Ding, was gerade auf der Plattform funktioniert. Also das ist so meine Erfahrung. Ja, absolut. Ich glaube, du gibst immer den Tipp, dass man sich selber auch anschauen soll, was machen denn die anderen Creator da, und auch Brands, aber es sind eher die Creator, die die Trends dann lostreten. Und das dann zu verstehen und dann auf eigene Art und Weise zu interpretieren. Du nimmst ja auch ganz viele Trends und packst sie dann in deine Welt und deine Bubble. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Klingt einfach, aber die Krux ist natürlich dann die Umsetzung. Ja,
Ja, vielleicht dann auch direkt die Frage an dich, Tim. Wie siehst du denn da deine Rolle als Creator? Ja, wir sind ja im Grunde so eine Art Dolmetscher. Wie bekomme ich die Botschaft an den Mann, in dem Fall an die Gen Z hauptsächlich, wobei TikTok jetzt auch immer älter wird, auch Shorts oder Reels, sind ja auch ein paar aus dem älteren Semester dabei. Und da ist unsere Aufgabe eben, diese Botschaft rüberzubringen. Und ich überlege mir halt vor allen Dingen immer, naja, was spielt in der Lebensrealität dieser Leute, die auf dieser Plattform sind, eine Rolle. Das Stichwort, was ich am meisten benutze, ist relatable, relatable, relatable. Ja? Haben die Leute in der Lebensrealität einen Bezug dazu? Und dann versuche ich, diesen Bezug zu finden und den mit der Marke zu verbinden. Und das klappt meistens ganz gut. Ja, Vertical Video ist ja mittlerweile auch über TikTok hinaus, das ist ja voll deine Plattform, sehr, sehr wichtig geworden. Wir kennen jetzt YouTube Shorts, wir kennen jetzt Instagram Reels. Was ist denn wirklich die Power hinter Vertical Video und TikTok und Co. für Brands und Marketer? Ich glaube, die besteht auf verschiedenen Ebenen. Zum einen ist es das Format, du hast es selbst gesagt, Vertical Video oder 9:16, so Fullscreen, Sound on. Da hat TikTok war ja gar nicht das, also, aber TikTok hat den Stein ins Rollen gebracht und dementsprechend auch eine Bewegung losgetreten. Aber es funktioniert mittlerweile auch eben sehr, sehr gut auch auf anderen Plattformen. Ich glaube, das ist ein starker Hebel. Also, wenn man in Content investiert, dementsprechend auch in Creator investiert, in gutes Creative investiert, dann funktioniert das sehr gut auf TikTok, organisch, aber eben auch auf YouTube als Short, auf Instagram als Reel, Snapchat, Spotlight, you name it. Das ist, glaube ich, die eine Power. Und ich sehe sogar in meinem LinkedIn-Feed, witzigerweise, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, sehe ich immer mehr TikTok-Content, ja. Weil es eben die Agilität ist und die Dynamik in dem Schnitt, wo Herr Anwalt einer der besten Beispiele ist, die dann den Erfolg der Videos ausmachen. Und ich glaube, da hat TikTok viel losgetreten, das aber dann auch wirklich plattformübergreifend funktioniert, um junge Audiences zu erreichen. Ja, und welche Fehler passieren dabei so am meisten, vielleicht auch an euch beide? Also einer der Hauptfehler ist, dass die Sprache nicht gesprochen wird, die auf der Plattform herrscht. Beispielsweise, wenn ich, ich habe den Faden so ein bisschen verloren, hilf mir mal. Ja, das macht nervös. Ja, ja. Genau. Also nicht auf Augenhöhe mit der Audience. Ich glaube, das ist das Hauptproblem. Und tatsächlich, dass Trends nicht aufgefangen werden. Du hast es vorhin schon so schön erwähnt, dass man wirklich Potenzial liegen lässt. Wenn man einen Trend findet und den sieht und denkt, kann ich das irgendwie in meiner Bubble spielen, das dann auch wirklich machen und so ein bisschen Selbstironie dabei zeigen. Und das ist der Schlüssel tatsächlich. Ja, ich glaube, das ist aber vielen Brands nicht gelingt, weil eben dann die Entscheidungsprozesse zu lang sind, die Feedback schleifen oder die auch einfach Angst haben, einen Fehler zu machen. Das sieht man tatsächlich auch. Also das Beispiel ist eigentlich ganz gut, weil wenn wir ein Video sehen, wir beide, so tief wie wir drin sind oder auch unsere Mitarbeiter, die alle awesome sind, dann wissen wir genau, okay, die sind hinten dran. So, die haben den Trend nach 4, 5, 6 Wochen aufgegriffen. Das klingt jetzt nicht nach viel, vielleicht für den einen oder anderen in der Marketingwelt, aber in der Gen Z oder in der TikTok-Bubble sind das Welten. Und wenn du dann einen Trend nach 5 Wochen umsetzt, dann ist der Zug abgefahren. Dann performt das nicht organisch? Jein, nicht immer, aber häufiger, würde ich sagen. Ja. Ja, und das macht es natürlich dann schwieriger. So, und dementsprechend muss man wirklich auf Augenhöhe sein und entweder selber Inhalte verfolgen auf der Plattform, das wirklich nutzen intensiv, oder eben den richtigen Creatoren vertrauen oder Agenturen, wie man das dann umsetzt. Oder du machst den Trend dann auf Instagram, da kommt der immer ein bisschen später erst an. Ja, Reels und Shorts werden tatsächlich viel länger ausgespielt. Ne? Also so bei TikTok war es bis vor ein paar Wochen, als sich dann einiges änderte, war es so, dass Inhalte eigentlich 80% der Views in den ersten 36 Stunden generiert haben. Das war bei dir auch so, konnte man die Uhr nachstellen. Ja. Das ist jetzt nicht mehr so, jetzt wird es ein bisschen länger ausgespielt und Shorts und Reels waren schon immer so, dass Inhalte eigentlich über 2, 3, 4 Wochen ausgespielt werden. Also ich habe Shorts, die gehen nach 5 Monaten noch viral, tatsächlich. Ja, blickt man selbst noch nicht ganz hinter, aber overall war TikTok schon auch ein Disruptor, weil es so schnell so viel Reichweite gab und das natürlich auch dann Trends ins Leben rufen kann, die über Tage kommen und gehen. Ja, welche Kampagnenergebnisse, wir haben ja eben schon gehört, dass ihr beide schon für sehr namhafte Brands auch Kampagnen umgesetzt habt. Könnt ihr vielleicht mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was sind so Kampagnen, vielleicht aus eurem eigenen Haus, aber auch unabhängig davon, die ihr richtig gut fandet, die richtig gut umgesetzt wurden?
Also bei mir ist es mit Kaufland super. Ich kann mir da, also ich will jetzt nicht zu viel Werbung machen, aber keinen besseren Partner wünschen, weil es für mich als Jurist natürlich super ist, in einem Supermarkt einfach rumtollen zu können und zu erklären, naja, darf man jetzt mit 500 Münzen bezahlen oder so? Da steckt die Ironie, da steckt der Spaß schon im Thema eigentlich. Und da bin ich sehr glücklich drüber. Ich glaube, gutes Creative und gute Kampagnen entstehen immer dann, wenn einem Kunden vertrauen. Und das ist zum Beispiel bei Kaufland der Fall, dass die wirklich sagen, okay, versteht das besser als wir. Das sagen die dann auch offen und ehrlich und lassen uns dann auch mehr machen und selber Kreativkonzepte vorschlagen. Und dann kann Tim auch selbst mal Input bringen. Und manchmal weicht man dann auch ab, weil man merkt, irgendwas funktioniert dann besser beim Shooting selbst. Ne? Also improvisieren wir dann oder auch. Es entsteht ein völlig neues Video einfach spontan. Kommt auch vor. Ja. Und dann passiert Magie. Und dementsprechend, das sind schon sehr schöne Kampagnen, die wir da gemacht haben mit Kaufland. Wir haben gerade einen Kanal-Launch von Lidl, also der anderen Familie, der anderen LDHs der Familie Schwarz gemacht. Und das lief auch sehr gut. Und Pocket, auch mit der Anwalt, Launch-Kampagne auf TikTok. Ich glaube, die haben mittlerweile 100.000 Kunden, vor allen Dingen über TikTok generiert. Heißt jetzt aber Rookie? Heißt jetzt Rookie, ja. Also das ist eine Gen Z-Neobank. Und vor allen Dingen über TikTok so viele Kunden zu gewinnen für eine Debit Mastercard, ein erklärungsbedürftiges Produkt, bei dem man viel Vertrauen braucht, finde ich schon krass. Und insofern sieht man, das funktioniert in den unterschiedlichsten Bereichen. Die Frage haben wir jetzt nicht besprochen, aber die interessiert mich jetzt an der Stelle sehr. Wie viel Briefing wünscht ihr euch denn und wie viel freie Hand in der Aufteilung? Ja, als Creator ist die Antwort relativ klar. Je mehr kreativen Freiraum ich habe, desto besser glaube ich zumindest, dass ein besseres Ergebnis dabei rauskommt. Das ist ganz klar. Ich kann natürlich verstehen, dass ich nicht nur dafür bezahlt werde, um einfach für mich möglichst viele Views zu holen. Ja? Aber die Botschaft muss verpackt werden. Je weniger, desto besser. Ich glaube, das ist eine spannende Frage, weil da unterscheiden sich dann auch Instagram und letztes Format 1916, TikTok Real Shorts. Man muss den Rahmen vorgeben, aber nicht den Weg dahin. Für mich ist wichtig, was soll erreicht werden? Was ist das Ziel? Und wenn ich das Ziel kenne, dann würde ich gerne Vorschläge machen und dann idealerweise finden wir eine gemeinsame Lösung. Und deshalb ist das auch in der Regel ein iterativer Prozess mit den Creatoren und auch der Brand. Und das muss ich einspielen, damit es am Ende funktioniert. Was man nicht machen kann, das möchte ich so als Kernmessage mitgeben, weil wir es immer noch wieder sehen, dass Kampagnen so umgesetzt werden, man bucht jetzt Creator ein, du kennst es aus der Instagram-Bubble wahrscheinlich noch besser. So, hier ist das Briefing, da ist der Text und jetzt kaufen wir mal 15 Creator ein und dann sprechen die das ein. Ja. Das funktioniert gar nicht, das ist Game Over. Und dann kannst du die Uhr nachstellen, dass du den Top-Kommentar kriegst auf TikTok, wir sagen Nein zu Werbung auf TikTok, wenn das nicht so der Tonalität der Gen Z und TikTok entspricht. Ich glaube, das kommt dann daher, dass viele eben Influencer-Marketing oder Creator-Marketing immer noch sehr stark auf Performance eben einfach optimieren möchten. Welche Entwicklungen beobachtet ihr denn im Markt und wo seht ihr vielleicht auch die Zukunft des Creator-Marketings? Also fangen wir mit der Gegenwart an. Ich fände es cool, wenn erstmal die Punkte, die wir hier gerade genannt haben, wenn die Anwendung finden, weil da seh ich noch ganz viel Luft nach oben. Also jeder, der hier auf TikTok aktiv sind, das werden viele sein, die werden beim Scrollen über die For You-Page das ein oder andere Mal noch Werbung sehen, bei der man sich denkt, so, ist jetzt nicht so geil. Also, und das funktioniert dann ja auch nicht. Das ist ja auch durchaus messbar. Ne? Die Leute swipen weg und Sentiment ist schlecht. Also Kommentare sind nicht so positiv. Insofern glaube ich, da ist noch ganz viel Luft nach oben. Und das sehe ich dann als auch meine Mission oder unsere Mission, dafür zu werben, dass man eben nicht, wie TikTok selbst sagt, don't make ads, make TikToks. Es wäre schön, wenn es das noch mehr gäbe. Es geht in eine gute Richtung, aber da ist noch sehr viel Luft nach oben. Und wenn wir das die nächsten Jahre lösen, ist das schon mal schön, weil dann ist es auch nicht mehr nervig. Also unser Ziel ist es, Werbung zu machen, die nicht nervig ist, sondern die sich so anfühlt, dass sie einen Mehrwert bietet. Und das ist dann auch der schönste Kommentar, wenn wir dann lesen, fühlt es sich gar nicht wie Werbung an. Das sagt dann die Community manchmal auch. Deshalb diese ganzen Views, also ich sehe Videos mit 10 Millionen Views, die haben ein Engagement, das ist eine Art Katastrophe. Also wenn ich dann sehe 5.000 Likes und 100 Kommentare, dann weiß man, da ist was schiefgelaufen. Ja, wie viel Zeit dann verschwendet wurde. Das tut einem im Herzen weh als Marketer oder Kreativkopf. Und das ist dann unsere Mission. Und wohin entwickelt sich der Markt dann? Metaverse wird kommen, klar. Die Frage ist, wie? Also da aktuell kann man es, glaube ich, noch nicht vorhersagen, weil weder Hardware noch irgendwie Software ist vorhanden. Das wird der Punkt sein, ne? Wie barrierefrei ist das? Wie einfach wird das sein, ins Metaverse zu kommen? Brille aufsetzen ist halt was anderes als Handy wahrscheinlich. Ne? Ja.
Kann man, glaube ich, noch nicht sagen. Also ja. Ehrliche Meinung mache ich wahrscheinlich viele Feinde, wenn ich sage, aber ich halte es für eine Bubble gerade, also es ist, weil ich kann es noch gar nicht greifen. Und ja. Sowohl NFTs als auch Metaverse, aber dass es perspektivisch kommen wird und alternativlos ist klar, logisch, ist der nächste Schritt, aber niemand weiß, wie es aussehen wird. Und ansonsten virtuelle Influencer. Das Thema hatte, glaube ich, Ann-Kathrin Schmitz heute schon, ich habe es leider nicht gehört, aber das ist auch alternativlos. Ist in Asien schon sehr groß, es gibt ja auch Lil Miquela in den Staaten, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Also das Thema wird groß. Es gibt Studien, die sagen, 2026 sind 25% der Umsätze im Influencer-Marketing über virtuelle Influencer. Aber dann bin ich da, gibt es vielleicht einen virtuellen Anwalt. Denkst du, das wird dann auch wirklich den Mensch ersetzen oder es wird einfach eine zusätzliche Komponente? Ich hätte eine Meinung. Schwer zu sagen. Also ich glaube, es wird kommen. Da bin ich auch felsenfest von überzeugt. Ob es uns komplett ersetzen wird, weiß ich noch nicht. Die nächsten 5 Jahre wahrscheinlich noch nicht. Herr Anwalt ist doch nicht ersetzt. Okay, wir haben noch Zeit. Haben wir jetzt abgesprochen, dass wir ein Q&A machen können? Q&A geht nicht, wegen Mike. Aber ich würde noch gerne was ergänzen. Also ich glaube, ich bin ziemlich sicher, es wird beides geben. Es wird immer den Menschen geben, weil das nachzubauen, es geht gar nicht. Wir scherzen ja oft selber drüber, manchmal wie viele Ressourcen in ein Video gehen. Und dann nimmt sich Tim seine Kamera nach dem Feierabend in der Kanzlei und macht innerhalb von einer halben Stunde ein Video, das dann 3 Millionen Views generiert. Und das ist unfassbar schnell und agil. Und deshalb, du hast immer gesagt, schneller sein als die Tagesschau. Das ist ja auch dein Ziel. Wenn irgendein Thema gerade heiß ist. Ja, aber genauso genau. Wenn ein Thema heiß ist, dann willst du der Erste sein, der ein Video macht. Und das gelingt dir oft. Und das kann eigentlich eine Institution kaum kopieren. Und deshalb glaube ich auch, Thema virtuelle Influencer, ja, es wird kommen, aber dann wirklich den Zeitgeist aufzugreifen, schnell zu sein, agil zu sein, das können Menschen, werden Menschen immer schneller können als virtuelle Influencer. Insofern, es wird sich einpendeln, es wird beides geben. Ja. Habt ihr sonst noch irgendeine Vorhersage, die ihr mit uns teilen wollt im Creator Marketing oder Gen Z Marketing? Also ich kann allen, die hier Marketing machen, empfehlen, dass man wirklich in TikTok first denkt. Also 9-16, das Format ist gerade hochpotent, man kann es plattformübergreifend nutzen, man kann es auf TikTok extrem gut medialisieren, also CPMs sind so bei 80 Cent bis 1,10 Euro, also auf 1 Million Views zahlt man 800 bis 1.100 Euro, was schon günstig ist, wenn man darüber nachdenkt. Es gibt halt wirklich viele Cases, die total beeindruckend sind. Ne? Also um mal einen zu nennen, der jetzt nicht von uns kommt, 4Bro, Eistee, die haben vor nicht mal 3 Jahren gegründet und die haben 100 Millionen Euro Umsatz generiert letztes Jahr und die haben vor allen Dingen TikTok gemacht. Ja. Wir haben auch Kunden, die darf ich jetzt leider nicht nennen, die haben Marfo gemacht und haben ihre Markenbekanntheit deutschlandweit um über 10% gesteigert durch TikTok, weil die nichts anderes gemacht haben. Also das finde ich schon krass, wie potent diese Plattform sein kann in puncto Marketing. Aber was ist, denkst du dann jetzt, wenn wir uns 4Bros angucken, das Erfolgsgeheimnis oder Rezept? Die haben die Sprache auch verstanden, ganz klar. Lassen machen. Also ich habe die mal kennengelernt, die sitzen ja in Lünen, gar nicht so weit weg von Herr Anwalt. Und die haben da ein Team, die sind 20, das sind teilweise selber Creator. Da läuft auch nicht alles glatt, da läuft auch schon mal was schief. Da gibt es auch witzige Anekdoten, dass irgendwann mal der Engin Ergün, Grüße gehen raus, gesagt hat, er will mal Creative Direction für ein Video machen. Das Video ging komplett unter und dann stand überall Cringe. Und er dachte, es wäre irgendwie, es gäbe jetzt 4Bro in Berlin Kringe oder so. Also, aber die lassen ihre Leute einfach machen. Ja. Toben sich aus, haben Spaß dabei und das funktioniert. Ja. So, da läuft nicht alles glatt, aber overall ist es eben auf Augenhöhe mit der Audience. Ja. Cool. Ja, ich würde sagen, wir haben unsere Themen abgehakt. Möchtet ihr noch irgendwas loswerden? Also man sollte sich mit dem Thema 9-16 beschäftigen. Das wird die nächsten 5 Jahre meines Erachtens das Thema, der Goldstandard sein bei Videos im Internet. Und ja, wünsche ich Ihnen dabei viel Erfolg. Danke sehr. Dankeschön.